Okay, hier ist die berühmte Hütte. Möge die Ermittlung beginnen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Agathe Christie, Mord im Orient Express. Auch wenn man das eigentlich gar nicht glauben kann, weil wir jetzt gerade mitten im Dunkeln in irgendeiner leicht gruselig aussehenden Hütte sind. Haben wir eigentlich eine Pistole dabei? Ich bin mir nicht sicher. Aber gut, es ist ja... Ne? Können wir da hinten auch rum? Ich will einen Schnurrbart finden. Ich weiß auch gar nicht genau, was wir jetzt überhaupt für ein Ziel haben. Ob wir die nur untersuchen müssen. Oh, was ist das denn? Nein! Das ist wirklich ein Schnurrbart. 4 von 40, wie geil. Ein goldener Schnurrbart. Vielen Dank. Wie geil ist das denn? Können wir noch einen finden? Nein, ich glaube, jetzt werde ich mein Glück überstrapazieren, wenn ich nochmal danach suche. Das Fass ist stabil genug. Ich könnte draufklettern. Oh, okay. Ja. Macht sie aber nicht. Ach so, zum Fenster. Ah. Das ist zumindest offen, aber das sind doch Gitter. Naja, gut. Ich meine, gut, so kann sie wenigstens reingucken. Aber normalerweise würden wir ja von vorne kommen. Wir gucken mal eben, was hier vorne noch ist. Ich denke mal, wir sollen nämlich durch die Tür rein. Hallo? Ist da jemand? Niemand da. Ich kann nicht einfach ohne Durchsuchungsbefehl hereinspazieren. Ich hatte gerade schon leichte Panik, dass wir jetzt doch durch die Tür durchkommen und gar nicht sehen, was dahinter ist. Gut, dann machen wir das, was wir gerade zu... Hier sind Geister am Werk. Geister, die die Tonne wieder wegbewegt haben. Nee, Moment. Moment. Ach, ich muss das... Genau auf die... Ah. Oh, ich sehe schon das Kätzchen da oben. Es waren doch keine Geister. Es war eigene Blödheit. So, die Frage ist jetzt... Ja, heranzoomen. Das ist Daisys Plüschtier. Wenn Fluffy hier ist, war der Entführer auch hier. Ich muss in diese Hütte kommen. Okay. Leere Weinflaschen. Jemand war vor nicht allzu langer Zeit hier. Agathe, eine alte, schimmelige Jagdtrophäe. Woher will die wissen, dass die schimmelig ist? Jetzt kann ich mich nicht drehen und bin gerade schon mal nach einem Zettel am Suchen, falls ich irgendwas aufschreiben muss. Sonst ist nichts drin hier, ne? Aber wie komme ich jetzt rein, wenn ich durch die Tür nicht rein kann? Oder hat sie nur gesagt, ohne Durchsuchungsbefehl kommt sie nicht rein und jetzt hat sie einen begründeten Verdacht, weshalb sie rein will? Das kann natürlich auch sein. Gibt es da denn sonst noch eine Möglichkeit reinzukommen? Nee, ne? Nur durch die Tür eigentlich. Schauen wir mal, was sie jetzt macht. Moment. Wir schrubben uns den Weg frei. Der Besen ist nicht stabil genug, um die Tür aufzubrechen. Ja, aber wir haben doch sonst nichts anderes. Oder müssen wir nochmal hier eine Runde gehen? Finden wir noch irgendwas anderes? Außer den goldenen Schnurrbart. Eine Axt. Sehr schön. Eine Spaltaxt für Feuerholz. Perfekt für den Angriff auf Türen. Ja, und perfekt für den Angriff auf Polizistin mitten in der Nacht. Aber das, nein, es war jetzt nur ein Scherz. Ich habe zu viele Horrorfilme geguckt, wie ihr merkt. Na, sieh mal einer an. Eine aufgebrochene Tür. Ich brauche also keinen Durchsuchungsbefehl. Also nur so ein kleiner Hinweis für euch. Echte Polizisten würden jetzt Verstärkung rufen, bevor sie überhaupt reingehen. Hier wurde etwas gespielt. Weil es kann ja immer noch sein, dass hier zum Beispiel einer ist. Weil hier haben wir ja nicht reingucken können.
Hier wurde was gespielt. Mit dem Kind nehme ich mal an. Haben wir sonst noch was? Halt, halt, da war was. Der Boden ist in diesem Bereich zerkratzt und abgenutzt. Das Sofa muss schon oft bewegt worden sein. Mhm, das Sofa werden wir auch gleich verrücken. Sieht mir sehr nach Geheimgang aus. Der Ofen ist kalt. In letzter Zeit war wohl niemand hier. Wir schauen jetzt nur noch mal eben wegen anderen Hinweisen hier oben. Ein paar Kisten. Ich frage mich, wofür sie verwendet wurden. Das ist aber ein Messer, oder? Das ist keine Säge. Man kann es nicht ganz sehen. Im Dunkeln ist aber total verrostet. Also ist so oder so unbrauchbar. Werkzeug. Da hat wohl jemand gemerkt, dass die Hütte einzustürzen droht. Nein! Wie kann das denn sein? Soll man Miezekatze mitnehmen? Oh, ich habe was gesehen. Den fünften Schnurrbart. Ich habe einen goldenen cool. Schnurrbart gefunden. Hätte ich jetzt fast gar nicht nachgeguckt. Das ist Fluffy, kein Zweifel. Ja, ja. Ich dachte nur, du nimmst den mit. Die arme Kleine wird ja völlig verstört sein. Blue Lagoon. Diese Flasche stammt von der blauen Lagune. Da müssen wir uns also doch nochmal alles angucken. Das Kabel ist gerade so reingesprungen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Besonderes. 3892. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt kriege ich aufgrund der Kälte draußen, wo meine Finger immer noch eingefroren sind, kriege ich die Blätter nicht auseinander. 3892. 3.8.92. Ich weiß nicht, ob das eventuell noch ein Code wird, aber wir schreiben uns das auf, damit wir das behalten. So, hier haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Da können wir dann nur noch die Couch wegschieben. Also nehme ich an. Wenn die das schon so sagen. Ja. Verdammt, eine Sprengfalle! Wenn ich mich bewege, geht sie hoch. Aber der Countdown zeigt, dass sie so oder so explodieren wird. Hallo? Ich will nicht mehr. Ja, welche soll... Moment. 3892. Nee, das bringt mir aber auch nichts. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ach so, kann ich drehen. Das sind aber zwei Dreier, das passt nicht. 3 und 4. 3 und 4 würde passen. Oder? Das passt nicht mit unten. Da haben wir dann die 1. Scheiße. Hilfe. 2, 5, 1 passt auch nicht. 1 und 4 würde gehen, oder? Ha, ich dachte, das wäre alles. Wie entschärft man eine Pumpe? Ich habe keine Ahnung. Leute, gibt's hier nicht irgendwo einen Hinweis? Damit kann ich zurücksetzen, oder? Ich drücke jetzt einfach mal alles. Ach so, die müssen alle in einer Reihe sein, nehme ich an, oder? Ich kann das besser, als ich dachte. Macht mich jetzt hier nicht nervös, ganz ehrlich, Leute. Weiß ich denn, welches Kabel ich abtrennen muss? Bin ich jetzt oben oder unten? Ich glaube, das war falsch. Ups.
Da ich Ihnen diese Geschichte jedoch erzähle, Mr. Poirot, werden Sie daraus schließen können, dass ich mich nicht in die Luft gejagt habe. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie ich die Bombe entschärft habe. Das wäre jetzt eine gute Frage, ja, aber ich weiß nicht, ob ich jemals noch auf diese Lösung kommen werde, keine Ahnung. Gut, das erste scheint aber richtig zu sein mit dem ersten Kabel. Oder ist das schon falsch? Ich habe absolut keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal zum zweiten. Da müsste man ja... Moment, War das eben auch oben? Ach, Moment, man kann da was... Man kann da was drücken. Was mir aber nicht weiterhilft. Moment, da ist es oben, das heißt, hier ist es unten. Das heißt, das wäre dann das obere Kabel. Das heißt, das müsste dann das dritte Kabel doch sein, oder nicht? Ah, hätte ich vorher gewusst, dass man das umdrehen kann, wäre es ja ganz einfach gewesen. Das ist das mittlere Kabel. Da ist überhaupt keine Verbindung. Es sei denn, die nehmen das. Das geht dann in die Mitte. Das sollte genügen. Oh mein Gott. Wow, ich frage mich, wie knapp das wirklich war. Das wäre das Ende meiner Ermittlungen gewesen. Diese Stäbe führen zu Kanistern. Das muss der Auslöser für die Explosion sein. Ich nehme einen intensiven, süßen Geruch wahr. Verdammt. Ich glaube, die sind bis zum Rand mit Diethylether gefüllt. Extrem entflammbar. Es sieht so aus, als wollten die Entführer diesen Ort und denjenigen, der diese Luke öffnen würde, ausradieren. Eine Holzkiste? Ich muss sie öffnen. Oh nein. Daisy. Nein. Ich meldete meine Entdeckung der Leiche. Dann blieb nichts weiter zu tun, als den Tatort für die Spurensicherung zu bewachen. Das Team der Spurensicherung traf eine Stunde später ein, sperrte die Hütte mit Absperrband ab und machte sich an die Arbeit. Sie suchten nach physischen Beweisen, Fingerabdrücken, DNA, führten Tests auf Flüssigkeiten durch und sicherten alles, was forensisch von Bedeutung wäre. Sie haben Daisys Leiche abtransportiert. Die Autopsie sollte am Morgen stattfinden. Aber ich musste noch einen Stopp einlegen. Ich bin jetzt echt fest davon ausgegangen, dass wir die Kleine noch retten können. In dieser Nacht schwor ich, das Monster zu finden, das dieses Kind getötet hatte. Orient Express, 17. Dezember 2023. Ratchet. Im Zug. Hat mich gesehen? Wie? Oh, Daisy. Sie war wach? Dann wurde sie wieder ohnmächtig. Ich übernehme die Verantwortung. Sie war schwächer, als ich dachte. Oh. Bleiben Sie ruhig liegen, während ich Sie untersuche. Pupillen geweitet. Mir geht's gut. Ihnen geht es alles andere als gut. Sie sind stark sediert worden. Ihr Puls ist sehr schwach. Ich muss meine Geschichte beenden.
Ratchet darf nicht wieder entkommen. Darf nicht entkommen. Keine Sorge, Mademoiselle. Ratchet kann nicht mehr entkommen. Wir müssen ihrer Geschichte hören. Diese Frau braucht Ruhe. Ich lasse sie wissen, wenn sie sich genug erholt hat, um weiterzumachen. Aber ich warne sie. Es wird einige Zeit dauern. Ich verstehe, Doktor. Ich danke Ihnen. Ich habe meine vorläufige Untersuchung des Verstorbenen abgeschlossen. Ich denke, das wird Sie interessieren. Das wird es in der Tat. Und ich habe noch weitere Zeugen zu befragen. Sie haben recht. Wir sollten diese arme Frau nicht in Gefahr bringen. Wenn sie sich erholt hat, wird sie genug Zeit haben, um ihre Geschichte zu beenden. Nun, berichten Sie mir die Ergebnisse Ihrer Untersuchung. Ja, sie ist, ja, was ist sie? Amerikanerin? Britin? Ich weiß es nicht. Ich tippe auf Amerikanerin. Ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwann mal gehört haben. Polizeiermittlerin laut der Marke. Wie alt wird sie sein? Ja, 32? Doch, das könnte hinkommen. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Konnten Sie den Zeitpunkt des Todes herausfinden? Die Leichenstarre war fortgeschritten, aber nicht vollständig. Ich schätze, dass der Tod zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens eingetreten ist. Das stimmt mit den Zeugenaussagen überein, die ich bisher gesammelt habe. Wie lautet die Todesursache? Mehrere Stichwunden im oberen Torso. Seltsamerweise gibt es keine Anzeichen für einen Kampf. Das könnte darauf hinweisen, dass bereits eine der ersten Wunden tödlich war. Es scheint, als hätte Monsieur Ratchet in der Nacht Schlaftabletten genommen. Ah, das würde das Fehlen von Anzeichen eines Kampfes erklären. Monsieur McQueen und Mastermann haben mir gesagt, dass Monsieur Ratchet nicht raucht. Können Sie dies bestätigen? Das kann ich ohne eine ausführlichere Autopsie nicht sagen. Klar, weil man es im Endeffekt nur in der Lunge nachvollziehen kann. Oder natürlich auch an den Fingern, weil wenn er Zigaretten raucht, dann hält er die natürlich immer mit den Fingern fest. Was können Sie mir über die Stichwunden erzählen? Ich habe insgesamt 12 gezählt. Ein oder zwei sind so leicht, dass sie praktisch Kratzer sind. Andererseits sind mindestens 3 davon so schwer, dass sie für den Tod verantwortlich sein könnten. Der Winkel der Wunden ist aufschlussreich. Die meisten scheinen durch einen Rechtshänder erfolgt zu sein. Aber sehen Sie sich diese hier an. Unter der rechten Achselhöhle. Es ist keine tödliche Wunde, wenn man die Tiefe bedenkt. Aber sie stammt unmöglich von einem Rechtshänder. Hier kam mit ziemlicher Sicherheit die linke Hand zum Einsatz. Unser Mörder ist also Linkshänder. Nein, es ist schwieriger als das, nicht wahr? Ganz genau, Monsieur Poirot. Einige dieser anderen Stichwunden sind ebenso offensichtlich rechtshändig. Ich hätte jetzt gesagt, er ist beidhändig. Oder er könnte es sein. Die Leiche wurde bewegt. Mehrere Mörder. Warum sollten die zu zweit darauf eingestochen haben? Sagen wir es mal so. Ich meine, klar, es gibt vielleicht auch so eine Situation, wo dann mehrere Leute so in Rage sind, dass sie dann durch irgendwelche traumatischen Erlebnisse oder sowas zusammen auf jemanden einstechen. Aber ich denke eher, dass die Leiche bewegt worden ist. Aber warum wurde auf den eingestochen und dann wurde sie nochmal bewegt und dann wurde nochmal auf ihn eingestochen? Könnte der Attentäter angegriffen und dann die Leiche aus irgendeinem Grund bewegt haben, bevor er floh? Monsieur Poirot, ich kann Ihnen versichern, dass die Leiche nicht bewegt wurde. Nun, dann bleibt uns nur noch die Hypothese eines zweiten Mörders. Haben Sie eine andere Erklärung? Genau das frage ich mich auch. Haben wir es hier mit einem bizarren Zufall zu tun? Tja. Ich meine, wenn es eine einzige Wunde ist, die von einem Linkshändler. Schwierig. Vielen Dank, Doktor. Ausgezeichnete Arbeit unter schwierigen Umständen. Bitte lassen Sie mich wissen, wann ich wieder mit Mademoiselle Locke sprechen kann. Natürlich.
So, wie findet man am besten heraus, wer unter den Passagieren E-Zigarette raucht? Wenn ich mich richtig erinnere, haben die alle nur gesagt, dass sie Zigarette rauchen, aber nicht, dass die E-Zigarette rauchen. Habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Also der Diener von dem einen, der hat gesagt, der ist starker Raucher. Und McQueen und Mastermind, das waren die beiden Namen. Der andere hat, glaube ich, gesagt, dass der hin und wieder mal eine raucht, wenn ich mich richtig erinnere. Frage die Passagiere, ob sie den Geschmack von Bananen mögen. Was? Biete den Passagieren eine Zigarette an. Das, ja. Das ist gar nicht so dumm. Selbst ein Raucher könnte dies unschuldigerweise ablehnen. Warum? Und in der Regel ist es ja so, wer E-Zigaretten raucht, der raucht auch keine normalen Zigaretten. Ich habe keine Ahnung, ob die einen Geschmack von Bananen haben. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich würde jetzt eher fragen, ob sie rauchen, aber das haben wir ja eigentlich schon gemacht. Deswegen, also ich würde normalerweise das fragen, aber da wir das schon gemacht haben, frage ich jetzt mal als Erste. Diejenigen, nee? Die ich befragt habe, könnten mich anlügen. Ich muss mir der Antwort sicher sein. Ja, aber gerade bei der zweiten Antwort würden sie ja eher lügen. Ui, das ist sicherlich ein guter Anfang. Finde ich nicht, weil es eigentlich offensichtlich ist, diese Frage. Wie findet man am besten heraus, wer unter den Passagieren E-Zigarette raucht? Erinnere dich an ein Gespräch über E-Zigaretten oder Zigaretten. Ja, das wäre schon mal ein guter Anfang. Bitte Bug, sich daran zu erinnern, wer E-Zigarette raucht. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob er das bei allen gesehen hat. Normalerweise würde ich sagen, erinnere dich daran, wen du rauchen gesehen hast. Aber ich glaube, keiner von denen hat geraucht, oder? Die waren ja, ich gehe mal davon aus, im Speisewagen, wo wir die ja eigentlich gesehen haben, dass die da nicht rauchen dürfen. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das in jedem guten Zug so ist. Den Bug könnte ich fragen. Aber wir hatten keine Gespräche über E-Zigaretten oder Zigaretten. Ich habe keine Ahnung. Bug raucht nicht. Selbst wenn er es täte, bezweifle ich, dass er sich daran erinnern würde. Ja, ich würde mich daran erinnern, ob da irgendjemand raucht oder nicht. Und selbst wenn ich es gesehen hätte, auch was die rauchen. Ich erinnere mich an keine Gespräche über das Rauchen. Das ich Thema ja auch nicht. Ist für mich uninteressant. Ja, aber ich habe kein Rauchen gesehen, meine ich. Ja, ich persönlich habe einige Passagiere rauchen sehen. Ich muss mich nur erinnern, welche es waren. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann mich an die Gespräche erinnern. Mit den beiden, die gesagt haben, dass sie rauchen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen einzigen, kann ich mich zumindest nicht. Ach so. Ah, oder draußen auf dem Bahnsteig, da waren ja auch einige. Das hatte ich vergessen. Ich dachte jetzt im Zug selber. Wie findet man am besten heraus, wer unter den Passagieren E-Zigarette raucht? Frage jemanden, der viel raucht, ob er einen E-Zigarettenraucher kennt. Durchsuche die Koffer. Ich würde die Koffer durchsuchen, aber. Ich bin dreist. No, warum ich nicht? Ich habe keine offizielle Befugnis. Jeder kann sich weigern, mich seine Sachen durchsuchen zu lassen. Sowas macht man ja auch heimlich, hallo? Na gut. Ja, man würde mir wahrscheinlich die Namen der Raucher geben. Et voilà. Okay, also nach dem desaströsen Ergebnis gerade. Neues Rätsel entdeckt 12 Stichwunden. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Das wollte ich eigentlich schon nach ihrer Story machen. Zumal ich, jetzt wo ich wieder dran erinnert werde, liegt mir das Ganze auch ein bisschen im Magen, ehrlich gesagt, weil es halt um ein Kind geht.
wenn es um irgendwelche Leichen geht, wenn es um irgendwelche Leute geht, die ermordet wurden, das nehme ich alles noch, gerade in Spielen, gut auf. Aber Kinder, das ist, da reicht schon eine Andeutung und da dreht sich bei mir der Magen um, wenn ich ehrlich bin. Deswegen mache ich einen kurzen Cut, beruhige mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.